Drin? Er ist der Oberpriester drüben im Tempel. Ein mächtiger Mann. Und Almalexia vertraut ihm. Wenn ihr Zugang zu den Orten der Macht sucht, beginnt bei Tinius Delitian, König Helseths Hauptmann der königlichen Wache. Er ist gerecht und qualifiziert und König Helseth ist, anders als seine Vorgänger, keine bloße Repräsentationsfigur. Es gibt dort echte Macht und Helseth wird noch mächtiger werden, so wie er herausgefunden hat, wie die Dinge in Gramfeste funktionieren. Vergesst nicht, in Gramfeste könnt ihr nicht schweben. Man sagt, dass Almalexia nicht will, dass sich irgendjemand über sie erhebt. Denkt also daran, dass Schweben dort nicht funktioniert. Es ist allerdings möglich, in die Abwasserkanäle und Ruinen von Alt-Gramfest hinunter zu schweben. Ich nehme an, dass Almalexia nicht allzu oft dort ist. Außerdem kann man dort billig übernachten, wenn einem die Ratten und Diebe nichts ausmachen. Wenn ihr ein Abenteurer seid, dann solltet ihr dort hinabsteigen. In den Abwasserkanälen unter der Stadt hausen die Armen und Gesetzlosen. Es ist gefährlich. Doch es ist der einzige Weg zu den Ruinen von Alt-Gramfeste, wo der wahre Schatz liegt. Meine Warnung ist wohl umsonst, aber seht euch vor da unten. Ihr glaubt, mit allen Wassern gewaschen zu sein, und vielleicht stimmt das sogar. Aber dort unten gibt es Kreaturen, die euch töten können, noch bevor ihr eure Waffe zieht. Und da bin ich ja gespannt. Ein Haufen Halunken, wenn man mich fragt, sollen unseren neuen König beschützen. Okay, das kennen wir tatsächlich auch schon. Gramfest ist auf den Ruinen einer viel älteren Stadt erbaut. Über der Erde werdet ihr keinen Hinweis darauf finden. In den Abwasserkanälen jedoch gibt es Wege, die in die alten Ruinen führen. Dagoth Ur ist tot und die Pest verschwunden. Ihr habt den Roten Berg befreit und Dagoth Ur und seine Anhänger vernichtet. Wir danken euch für eure Taten. Ja gut, das sagen sie auch immer. Das kennen wir. Wollt ihr jetzt nach Wadenfeld zurückkehren? Ich kann euch direkt nach E-Mails schicken. Ja, nein. Sagt Bescheid, wenn ihr zurück wollt. Okay. Den haben wir durch. Ja, also hier geht's zum Königspalast Hof. Wo geht es hier hin? Hier ist eine Wache. Gramfeste. Stadt des Lichts. Stadt der Magie. Ich speichere mal. Bewahre das kaiserliche Gesetz. Und jetzt geht weiter. Ist schon gut, Winde. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ich gehöre der königlichen Wache an. Ihr befindet euch nun im Königspalast. Südlich von hier liegt der Brindisi-Dorum-Platz. Nördlich von hier liegen der Tempelhof und der Malexias-Tempel. Im Westen liegt Göttergriff. Im Osten findet ihr den großen Bazar. Aber von hier aus kommt ihr dort nicht hin. Geht erst zum Tempel oder zum Platz. Den Platz findet ihr im südlichen Teil von Gramfeste. Es ist ein öffentliches Areal, also werft keinen Abfall in die Gegend. Die wilden Ratten sind in letzter Zeit ein echtes Problem geworden im Gramfeste. Das kennen wir tatsächlich schon. Ah, dunkle Bruderschaft. Ich verstehe nicht, warum ihr nach diesen Dämonen suchen wollt. Manche sagen, dass sie in der Kanalisation unter dem großen Bazar leben. Danke. Kennen wir? Den großen Bazar findet ihr im östlichen Teil der Stadt. Wir wollen hier keinen Ärger, also benehmt euch anständig. Göttergriff liegt im Westen der Stadt. Dort gibt es eine Reihe von Anwesen, die den reicheren Bürgern gehören, und die Halle der Handwerker, wo man Rüstungen und Waffen bekommt. Ihr könnt sogar welche anfertigen lassen, sofern ihr die erforderlichen Materialien bereitstellt. Besucht auch die Taverne, der geflügelte Guar. Empfiehlt sich, wenn ihr einen trinken wollt oder ein Nachtlager sucht. Und nicht zuletzt das Artefaktmuseum.
Der Museumsvorsteher ist immer bestrebt, die Sammlung zu erweitern. Lang lebe es sein Exzellenz König Laelu Helset, Herzog von Gramfeste und Herrscher von ganz Morrowind. Amalexia, unsere Fürstin der Gnade, residiert in ihrem Tempel. Ihr Hofkämmerer Phaedrys Lehr und der oberste Herzkanoniker Gawas Drin wohnen ebenfalls im Tempel. König Laelu Helset und seine Mutter, Königin Berenzia, wohnen im Königspalast. Tinius Delition ist Hauptmann der königlichen Wache. Es ist eine große Stadt. Solltet ihr sonst noch jemanden suchen, fragt nur herum. Lehr ist einer von denen, die drüben im Tempel das Sagen haben. Dort werdet ihr ihn finden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon gelesen haben, aber es ist kurz, ich lese es einfach nochmal vor. Stehlt nicht, rauft euch nicht und brecht keinen Streit vom Zaun. Tötet nicht, außer zur Selbstverteidigung. Wenn ihr gefasst werdet, werden die Wachen euch die Strafe wählen lassen. Geldstrafen oder Frondienste. Ich habe gehört, dass ein Mann namens Dovor Oren mit Geld nicht kleinlich ist. Er sucht Waffen und Rüstung, besondere Stücke, und er zahlt gut. Ich kann euch nicht sagen, wo ihr ihn findet. Haltet einfach eure Augen nach ihm und seinen Gefährten offen. Wenn ihr etwas erleben wollt, dann seht euch ein wenig in den Abwasserkanälen um. Aber seid vorsichtig, es sind auch andere dort unten, die Ähnliches im Sinn haben. Doch es sieht aus, als ob ihr auf euch ja selbst aufpassen könntet. Ich gehöre zur königlichen Wache. Wie kann ich euch helfen? Der Tempel hatte Unrecht. Ihr seid der wiedergeborene Fürst Nereva. Das habt ihr bewiesen. Ihr habt getan, was kein anderer hätte tun können. Nicht einmal Fürst Vivek. Natürlich sind wir dankbar für das, was ihr getan habt. Er ist unser Hauptmann der Wache. Ihr werdet ihn im Thronraum finden. Okay, so, und wo geht's dahin? Legionsdepot, okay. Noch eine königliche Wache, aber mit der haben wir schon mit ihnen geredet, also lassen wir das. Okay, hoch oder runter? Wir gehen mal nach oben. Ist hier keiner? Hier ist keiner. Helsets Gemächer. Legionsdepot. Schon wieder. Also wenn hier keiner ist. Blühender Süßkaktus. Der hat gar nichts. Halmroggen. Hat Halmroggen. Wüstensüßkaktus hat Süßbrei. Und der hat auch Süßbrei, okay. Und die kennen wir schon. Und das ist noch was. Jetzt ist jemand da. Hey, was ist das? Okay, nur Dekoration. Geh wieder runter. Danke. Dann nehmen wir alles mit, weil wir einfach von so etwas noch nicht haben. Das ist alles neu. So, wo geht's dahin? Thronraum des Königspalastes, okay. Und wo geht es nach unten hin? Königspalast Keller. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, ich möchte ins Depot. Legionsdepot. Hauptmann der Wache. Für König und Kaiser. Der Hauptmann der Wache, mit dem reden wir mal. Das funktioniert nie.
Ich hab's doch gleich gesagt. Der Spruch ist neu. Sei gegrüßt, ne Reverine. Überzeugen brauchen wir nicht mehr. Ich bin Hauptmann der der kaiserlichen Wache. Habt ihr irgendjemanden etwas über die Pest oder ähnliches sagen hören? Ich meine, gehört zu haben, wie zwei Priester sich verhalten, über die rote Plage oder so etwas unterhalten haben. So wie ich versuchte, näher heranzukommen, verstummten sie. Wir unterhalten Garnisonen in der Oh Mann, das kennen wir ja schon. Übermut tötet. Beurteilt niemals einen Gegner nach seiner Ausrüstung. Die wirklich gefährlichen Gegner brauchen keine Ausrüstung, um euch zu töten. Stimme ich zu. König Helsets königliche Wache besteht aus einer Gruppe von Elite-Soldaten, die der König persönlich ausgewählt hat. Ihr findet sie im Königspalast. Das Kaiserreich erlaubt es Magiern, legale Skelette und Seelen zur philosophischen Forschung zu kaufen und im Geheimen damit zu machen, was sie wollen. Varus Vantinius. Ihr seid mächtiger als er. Ihr habt meine Hochachtung. Wie kann ich euch dienen? Ich finde es schön, dass wir mächtiger sind. Königspalast Hof? Hof? Langlorma. Goldsäge. Hätte das plötzlich noch mal eine. Eine normale Für Mache. König und Gerechtigkeit. Okay. Aber ich glaube, er hat tatsächlich genau das gleiche. Ich lasse es also. Goldsäge hat Goldsägenblüten. Skripkohl. Da ist ja nirgendwo was drin jetzt. Er sollte schon längst hier sein. Er sollte schon längst hier sein. Langloramor hat Loramor-Fasern. Okay. Kaiser, König und Gerecht. Hier geht's hoch. Und hier oben. Wo geht es hier hin? Empfangsbereich. Ich glaube, da kamen wir gerade her. Kaiser. Wache. Ja, schön. Hundefleisch. Ich glaube, ich speichere noch mal kurz. Kaiser, König und Gerechte. Ja, ich mag das überhaupt nicht, dass du mir jetzt so nahe kommst. Was haben wir hier? Quartiere der Wachen. Okay. Suchen wir mal hier erstmal. Quarmaeier. Quarmaeier. Gattel. Ein Draken. Aschekopf und Quarmaei. Hier ist nichts.
Oh, nein, nehmen wir nicht mit. Nichts. Salzreis, Salzreis, Salzreis. Quarhaut, Salzreis. Parma-Eier, Aschekartoffel, Aschekartoffel. Parma-Eier. Versus ein Draken. Salzreis. Da ist nichts. Ein Draken. Papier. Salzreis. 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 Schloss 50. Schienmaztee. Syrolischer Weinbrand. Syrolischer. Ein paar Sachen. Nochmal ein paar Sachen. Hier ist nichts. Salzreis. Salzreis. Parma-Eier. Parma-Eier. Langsam werden wir ein bisschen voll. Jetzt sind wir voll. Brot. Zack. Jetzt sind wir voll. Das ist ein bisschen blöd. Nehmen wir mal den Dohlenfederring. Welchen Ring lege ich dafür ab? Charisma und Wortgewandtheit. Oder... Ah, den hier. Okay, ich wiege trotzdem zu viel. Das ist echt heftig. Levitation ist hier nicht möglich. Haha, okay. So, wisst ihr was? Ich gehe mal kurz nach Hause und leg das Zeug ab. Rückkehr. So, das legen wir jetzt alles hier ab. Und das Totenbeschwör können wir wieder hernehmen. Dohlenfederring kommen weg, dafür Mond und Stern ran. So, habe ich irgendwas hier zu ablegen? Ich glaube nicht. Also nur die Sachen. Wir haben eine... vielleicht, wir nehmen mal kurz die Sachen hier auch wieder auf. Wir haben eine Alitaut, 8 Aschekartoffeln, 10-mal Aschesalz, 1-mal Bittergrünblätter, 4-mal Brot, 7 Korpusdränen, 7 Dedraherzen, 1 Diamant, 2 Feuersalze, 2 Goldsägenblüten, große Quarma-Eier, so, und das sind kleine, ja. 87 große Quarma-Eier, wow. Das sind einfach mal 174 Kilo. Heftig. 3 Guarhäute, 8 Halmroggen, 3-mal Hundefleisch, eine Kaguti-Haut, 7 kleine Quarma-Eier, eine Korkwurzel, eine Crash-Faser, Loramor-Fasern, 20 Läuferfedern, 5-mal Netzschleder, 8 Nirtfliegenblumen, Pökelsalz, 11 mal 11 Stück Rattenfleisch, 108 Stück Salzreis, etwas Schlamm, eine schwarze Flechte, 4 Schallkratze, 8 Maskette, 6 Skriptkohl, ein Smaragd, Suppulus, 21 mal Süßbrei, 4 Timsa-Blumen, Papierstaub und großes verpacktes Korpusfleisch. So, 421 Kilo. Wegen wir. Ja. Und jetzt geht's wieder zurück. Der Sibi-Intervention. Göttlicher Eingriff. Da rein und teleportieren lassen. Was wünscht ihr? So, wir sind, glaube ich, hier rein. Oh.
und... Dem Kaiser und seinem Gesetz. Ich würde gerne hier runter noch... Oh, hier gibt es gar nichts. Okay, das heißt, wir hätten hier den Königshof, Königspalasthof zweimal. Den haben wir aber auch vom Eingangsbereich her. Und hier haben wir... Kaiser, König und Gerechtigkeit. Wow. Hier haben wir auch den Empfangsbereich. Kaiser. Ja. Könnt ihr auch was anderes sagen? Dann würde ich jetzt gerne in die Quartiere der Wachen gehen. Gramfeste. Stadt. Ja, schön. Ich speichere noch mal kurz. Denn ich möchte hier einiges mitgehen lassen. Gramfeste. Ja. Des Licht. Also wenn du da hinten bist... Hä, wo geht's denn hier hin? Dienste des kaiserlichen Kultes. Okay. Wertvoller Rock und Schuh. Boah, teure Sachen. Gewöhnliche Sachen, wird irgendwie immer schlechter. Drusus Gattus Truhe? Ah, okay. Die haben Eigennamen. Drachen. Sehr schön. Die hätte ich wohl aufgebraucht. Auch sehr schön.